lebe seit Februar diesen Jahres hier auf dieser wunderschönen Insel Norderney. Was ich als Meeresbiologin ganz besonders schön finde, ich bin jeden Tag hier am Meer. Aber was mich umtreibt hier, ist die Sorge eigentlich um das Ökosystem. Der Sommer hier ist sehr, sehr voll. Sehr viele Menschen kommen hierher. Besonders dann natürlich zu den Stoßzeiten, wenn wir große Festivals haben. Dann finden wir natürlich noch mal extra viel mehr Müll, auch gerade in der Ruhezone des Nationalparks. In der Kernzone des Nationalparks im Osten finden keine Reinigungsaktionen statt und deswegen akkumuliert sich da einfach so viel Müll. Was natürlich wiederum für die Seehunde, die Kegelrobben und natürlich die ganzen Vögel, die hier brüten, fatal ist. Eine Lösung für Norderney wäre sicherlich aus ökosystemarer Sicht, die Besucherzahlen zu reduzieren. Es ist möglicherweise eben nicht vereinbar mit den Wünschen oder den Bedürfnissen der Leute, die hier vom Tourismus leben. Aber wünschenswert aus der ökologischen Sicht wäre es allemal.